wir sehen auch seine stärksten Widersacher hier wahrscheinlich mit Peter Michael. Das ist gestartet, das letzte Rennen des Wochenendes. Und wenn sich einige an das letzte Jahr erinnern, dann hoffen wir natürlich, dass wir erstmal gut durch dieses Rennen kommen. Und wir gerade zum Ende hin dann ein höchst spannendes Ausstellungsrennen sehen werden. Wir haben jetzt also noch eine kurze Warm-up-Phase. Und dann wird es direkt losgehen mit drei Doppelausscheidungen und dann gehen wir für den Rest des Ausgangsrennens auf Single Eliminations, also Einzelausscheidungen. Next up, first elimination. The pack is close together. So it will be difficult to find the last gators. Seven five zero for the
3 warning and 7-7-4 warning. Elimination. 7-3-9. Und da gab es ein bisschen Beef zwischen Argentinien und dem Powerslide-Team, aber das hat sich jetzt hier relativ schnell geklärt. Nächste Elimination. Schauen wir mal, wer hier alles noch dabei ist. Ich sehe
zusammen. Ich sehe eine ganze Armada von Kolumbianern. Ich sehe auch den Diogo Barreiros weiter in dem Feld. Und die 8-5-8-8-0-4 Kempuan Argentina. Also noch sehr, sehr hochkarätig hier die Teilnehmer. Und wir schauen jetzt, wer als nächstes hier die Siege streichen muss. Und das sieht nach Belgien aus. Und das ist die 8-5-2. Sein. Genau. Tipp Siegel aus Belgien, auch wenn er nicht gerade steht, der schickt gerade für ein holländisches Team, aber es ist Belgier. So, jetzt der Bart Swings, Bart Swings ist schon in der Felix Rijhnen wieder vorgegangen. 8-5-9. Jetzt hier sein Team wieder in die Führung. Jutta H. ist ausgeschieden. Und Colombia ist taking the lead. Carlos ist aber noch nicht dran. Ein Ausgabe für die Coco. Wir versuchen jetzt hier wieder Zug aufzumachen, die drei. 8-3-7 eliminated. Hugo Elias Boar aus Chile. Und weiter geht's. Manuel Saavedra, Coco, das sind die Führenden jetzt. Felix Rijhnen mit dem Powerslide-Team wieder am Stadttor in Führung gegangen. Bart Swings on second position. Now Hamilton Patino on second. Therefor. Double elimination now. No donation. Also war Felix Rijhnen, Hamilton Patino, Bart Swings, Powerslide Team hier in Führung. Und dann an der zweiten Position im Team der Peter Michael, Ewen Fernandez. Da geht es um die Position danach. Und das hat schon manchmal was von Namen gehabt. Alex Rüger hatte jetzt hier in der Position. 7-7-9 Warning, Alex Rüger hatte. 7-6-0 Warning. No elimination. No elimination. Next bell at 21. Next bell at 21. No elimination. Next bell at 21. Ja, ganz am Anfang liegt hier zwischen Enten zu Super und dem. Stefan Mareschi. So, in der nächsten Runde gibt es wieder die Glocke. 8-7-4, two warnings, second warning for 8-7-4.
Das ist der Stefano Maraschi, hat jetzt zwei Mann. Second warning for Stefano Maraschi. And now we will have the next elimination. Last elimination. Go out of here.
sich damit hier auch bei der Europa-Cup-Wertung. So,